Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur dritten Lebensenergiekonferenz. Wie das konditionierte moderne Denken unsere Lebensenergie frisst und wie wir lernen können, wieder lebendig und natürlich zu denken, das ist das spannende Thema meines heutigen Gesprächs mit meinem Interviewpartner Dr. Ulrich Mohr. Willkommen, Uli. Schön, bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf eine spannende Fortsetzung unserer Gesprächsreihe, die wir im Laufe des letzten Jahres hier hatten, außer auch außerhalb unseres ersten Gesprächs auf der Konferenz. Ja, das Denken, wichtiges Thema, und ich finde gut, dass wir das mit drin haben und da genauer reintauchen. Die Leute, die sich mit dir jetzt vielleicht schon etwas ausführlicher beschäftigt haben, und das werden ein paar sein, weil dein Interview war das meistgesehenste der letzten Konferenz, die wissen, dass du jetzt nicht unbedingt was gegen das Denken hast. Ganz im Gegenteil, du bist ja ein sehr brillanter Denker. Aber es gibt offensichtlich Unterschiede des Denkens, verschiedene Formen des Denkens, und darüber wollen wir jetzt alles wissen. Trotz allem, wir haben natürlich auch viele neue Zuschauer, deswegen würde ich dich kurz gerne vorstellen, für die dich noch nicht kennen. Uli ist gelernter Schulmediziner, hat früher als Arzt, Notarzt, ganzheitlicher Mediziner, Naturheilpraktiker in eigener Praxis auch mit einer selbstentwickelten psychosomatischen Psychologie gearbeitet. Zudem war er lange beim Militär als Arzt, hat dort Ausbildung, Spezialausbildung, Kommandoschulung und so weiter, Fallschirmspringer betreut. Eine ganz andere Teil deines Lebens offensichtlich. Und das vielleicht wichtiger Teil deines Lebens war, dass du viele Jahre, 17 Jahre, glaube ich, an einer sehr heftigen Neurodermitis gelitten hast, die du auch genauso lange versucht hast zu bekämpfen oder zu heilen mit allen möglichen Wegen. Und es nicht geschafft hast und dann plötzlich, warum auch immer, plötzlich eine Spontanheilung hattest und die dann über Nacht weggegangen ist und was dein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt hat und dazu geführt hat, dass du deine Karriere an den Nagel gehängt hast und angefangen hast, die wahren Ursachen von Krankheiten herauszufinden. Und letztendlich hat sich daraus was entwickelt, was du Symplonik nennst, die Wissenschaft der Einfachheit. Und alles, worüber wir reden werden, egal über welches Thema, beruht immer auf dieser Grundlagenphilosophie, die sich daraus entwickelt hat. Sollten die Leute vorher wissen. Und es wäre vielleicht schön. Ach nee, jetzt habe ich noch was vergessen. Du bist auch Bücherautor, natürlich. Du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher geschrieben, aber das soll erwähnt sein. Also Symplonik ist das Standardwerk, sage ich mal. Die Herrschaft des gesunden Menschenverstandes, die menschliche Schule oder Elektrizität. Unsere wahre Nahrung sind vier, eine Auswahl, habe ich alle gelesen. Nee, komm, da sind noch welche dabei. Ich weiß, es sind noch mehr, aber ich habe jetzt nur mal die vier erwähnt. Ja. Wir können später noch mehr erwähnen. Heute betrachtest du dich als Grundlagenphilosoph und als Symplonik-Mentor und begleitest Menschen, du heilst nicht mehr oder versuchst auch nicht zu heilen, sondern du begleitest Menschen in diesem Prozess zurück zu einem natürlichen Leben, so kann man es vielleicht nennen, oder gemäß der Naturgesetze. Also ich erkläre, wie die Naturgesetze einfach zu formulieren sind und wie man sie anwendet. Genau. Ja, dieses Symplonik-Konzept, wie ich schon sagte, das ist eigentlich die Grundlage von allem, was du machst. Und auch wenn wir über das Denken sprechen, über das Falsche und Richtige, über das Lebendige und Tote denken, werden wir da immer wieder drauf zurückkommen. Also heute wollen wir über einen wirklich sehr, sehr elementaren und dominanten Bereich des menschlichen Lebens sprechen, das Denken. Viele Leute verfluchen es, viele Leute denken, wir sind zu kopflastig, was wahrscheinlich auch stimmt oder begrenzt stimmt, wie wir gleich rausfinden werden vielleicht. Also das ist eigentlich in allen Kreisen, denke ich, immer ein Thema, wie wir aus dem Denken ins Fühlen kommen zum Beispiel oder ins Spirituelle kommen, was auch immer die Leute für wichtiger halten. Vielleicht bevor wir da eintauchen, da wir neue Zuschauer haben, vielleicht kannst du zunächst einen kleinen, kurzen Einführung in deine Symplonik geben, worum es dabei geht, damit wir wissen, wie wir das dem Denken zuordnen können. Ja? Kein Problem, damit können wir dann die ersten 3 Stunden füllen. Okay, alles klar. Wir haben ungefähr 12 Stunden eingeplant. War ein Scherz. Nein, das lässt sich tatsächlich in wenigen Minuten, in wenigen Sätzen erklären. Ich nehme als Aufhänger, was du gesagt hast, Symplonik-Konzept. Genau das, was es, wenn man das Wort Konzept exakt verwenden will, nicht ist. Symplonik ist eine Wiederbelebung von etwas, was
für Wissenschaftler bis vor 200 Jahren im Prinzip noch selbstverständlich war. Also Natur wahrzunehmen, so lange wahrzunehmen, ohne jede Erwartung an das Ergebnis, bis eine Fülle von Sinneswahrnehmungen eine Idee davon vermittelte, wie der größte Zusammenhang ist, um dann daraus ein Naturgesetz zu formulieren und es dann erst im wissenschaftlichen Versuch anzuwenden, also auch auf andere Bereiche zu übertragen, vom Sichtbaren, vom Bereich der Sinneswahrnehmung auf das Unsichtbare zu übertragen. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich mal ein Vorgang, den jeder einfach vollziehen kann. Und insofern steht das auch jedem Laien zur Verfügung. Wir werden, wenn wir uns damit befassen, was Denken tatsächlich ist, ausführlich darauf zurückkommen. Und diese Wiederbelebung der Grundlagenwissenschaft, die also tatsächlich von der Natur nicht nur abschaut, sondern auch ablauscht, also alle Sinnesorgane verwendet, so wie man es in alter Wissenschaftsliteratur auch durchweg findet, das ist im Grunde genommen das, was ich mit dieser Wortneuschöpfung, Simplonik, mit der Lehre von der Einfachheit wieder ins alltägliche Leben zurückholen will. Und zwar einerseits durchaus, und in dem Bereich arbeiten wir auch mit Chemikern, Physikern, Ingenieuren zusammen für die klassischen Wissenschaften, aber eben auch erstmals Naturgesetze in der Klarheit, wie sie der Chemiker, Physiker verwendet, anwendbar zu machen für die Medizin, für die Psychologie, sogar für die Religion, um sich von der Religion dann zu verabschieden. Denn glauben muss man anschließend nichts mehr. Der Glaube wird ersetzt durch präzises Wissen und mit dem Wissen gewinne ich eine Handlungskompetenz, die mir im alltäglichen Leben ganz neue Perspektiven eröffnet, auch den Anstoß der Selbstheilung, was du angesprochen hast. Aber mit diesem Wissen über die tatsächlichen großen Zusammenhänge, wie unser Körper funktioniert, wie die Natur sich aufbaut, aus ganz einfachen Strukturen mit ganz einfach zu formulierenden Gesetzen, wird der Glaube an irgendeinen Gott oder in irgendeiner Form an etwas Übernatürliches, Übersinnliches zu Respekt und Demut dafür, dass wir eingebunden sind in dieses Universum mit einer Präzision, die wir tatsächlich erkennen können und uns einfach als Teil eines größeren Ganzen wissend erkennen. Mhm. Ja, und insofern geht es tatsächlich von der Chemie bis zur Religion. Und das, was ich neben dieser Wiederbelebung der Vorgehensweise nicht vermuten, nicht spekulieren, nicht theoretisieren, nicht Konzepte entwickeln, durchaus schon Annahmen anfänglich, aber die sind ja dann in dem Augenblick, wo sich Naturgesetze bestätigen, überflüssig und dann sprechen wir von Wirklichkeit. Ja, also das ist der Kern, die Basis, um die es geht und alles andere ist dann etwas, was dem Menschen, auch dem Laien im alltäglichen Leben, Perspektive und Orientierung gibt. Man lernt, wie das Leben tatsächlich funktioniert. Insofern also kein Konzept. Okay. Auch keine Theorie mehr. Ja. Wobei ich klar zwischen Wirklichkeit und Wahrheit unterscheide. Die Wirklichkeit ist das, was wirkt. Da gibt es nichts zu diskutieren, sondern da findet man die Naturgesetze. Das ist vielleicht der einzige individuelle Beitrag, den ich hier tatsächlich neben dem Wiederaufleben lassen alten Wissens geleistet habe, dass ich die Naturgesetze so einfach formuliert habe, dass man sie tatsächlich überall anwenden kann. Und ansonsten ist es eine Sache des Tuns. Genau, hat auch mit Denken zu tun. Und nicht mehr, dann eben nicht mehr des Vermutens, Spekulierens und Theoretisierens. Und Wahrheit, Wahrnehmung, um den Kontrast zu vervollständigen, Wirklichkeit als das, was wirkt, auf der Basis der Naturgesetze, Wahrheit als die Folge von Wahrnehmung. Ja, du hast jetzt im Moment eine andere Wahrnehmung als ich und insofern wirst du von unserer Situation, so wie wir jetzt hier sitzen, eine Schnittmenge mit mir haben, aber eben auch Dinge wahrnehmen in dir, außerhalb im Raum, die ich nicht wahrnehme. Und wenn wir jetzt unsere beiden Wahrheiten, die durch unsere verschiedenen Wahrnehmungen entstehen, zusammenschmeißen, würden wir eine größere Wahrnehmung bekommen, aber immer noch nicht die Wirklichkeit. Mhm. Dann müssten wir vielleicht Martin als Kameramann dazu nehmen und jeden anderen, der in der Situation vorhanden ist,
Damit würde die Wahrnehmung immer größer werden, aber wir würden noch nicht die Wirklichkeit dieser ungeheuren Fülle von Informationen des jetzigen Moments registrieren. Und wenn wir über Naturgesetze sprechen, sprechen wir über Wirklichkeit. Und das ist entscheidend wichtig. Diese Klärung der Begriffe ist sowieso auch für das Denken, was ja heute unser Kernthema ist, entscheidend wichtig. Denn wenn ich Worte verwende, die mir nicht klar sind, kann ich auch nicht klar denken. Ja. Genau, lass uns mal zum Denken kommen. Wir sind zwar die ganze Zeit am Denken, aber wie wir ja im Eingang schon gesagt haben oder ich gesagt habe, der Titel impliziert es ja auch, es gibt offensichtlich unterschiedliche Möglichkeiten oder Formen zu denken. Wir haben durch unsere Sozialisierung oder Erziehung oder Schulbildung, je nachdem, wie wir es nennen wollen, also erst zu Hause, Eltern, Umfeld, dann Schule, dann Universität, Beruf, whatsoever. Und das, was uns von außen vorgegeben wird, über Medien, was auch immer. Also wir werden ja bombardiert mit Informationen, obwohl das notwendigerweise nicht das gleiche ist wie Wissen. Heute noch viel schlimmer als jemals zuvor. Das ist das eine. Und das andere ist, und du sagst ja selber, deswegen haben wir diesen Titel auch genommen, dass es eben diese eine gewisse Art, die wir modern nennen können oder konditioniert nennen können, die gemeinhin als Denken bezeichnet wird, wäre vielleicht auch interessant mal zu gucken, wie man Denken eigentlich definiert, dass die eigentlich unsere Lebensenergie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes frisst. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also ich habe oft in meinem Leben Situationen erlebt, wo ich mir ein bisschen die Knarre an den Kopf gehalten hätte, um damit das Denken abzuschalten, sage ich mal jetzt wirklich sinnbildlich ernst gemeint, weil ich nicht wusste, wie man den Müll da abstellt. Mhm. Genauso rum kenne ich es aber auch, wenn man in so einem inspirierten Denken ist, dass es wirklich ganz körperlich fast erregend ist und einen ganz anderen Fluss hat. Vielleicht kannst du uns erstmal versuchen zu erklären, was das für ein Denken ist, also dieses moderne, konditionierte Denken, bevor wir vielleicht dazu kommen, wie es eigentlich gedacht ist von Natur aus, das Denken. Ja. Also modernes Denken oder auch konditioniertes Denken beschreibt schon das, worum es geht, was es naturgesetzlich leichter verständlich macht, ist, wenn wir vom Kopierverhalten sprechen. Mhm. Denn das Denken des modernen Menschen ausmacht, woran wir Gedankenkarussell, wie du es gerade angesprochen hast, ja auch sehr oft leiden. Sorgen, Ängste, Nöte, Grübeleien, weil wir nichts wirklich wissen, alles Mögliche nur glauben müssen. Wir haben ja auch mehr Spezialisten als jemals zuvor. Du hast die Informationsflut angesprochen. Die Unfähigkeit auszuwählen erschlägt einen dann in der Folge mit Tsunamis an Informationen, die genauso wie beim Arbeitsspeicher eines Rechners irgendwann die Kapazität überschreiten. Und dann verfällt der Mensch in eine Duldungsstarre und hält einfach nur irgendwie aus und durch oder schaltet ganz ab oder macht beides. Insofern ist es heute ja noch umso entscheidender, wichtiger, eine klare Position zu finden und zu verstehen, auch was denn jetzt nun von dem, was auf einen zukommt, tatsächlich notwendig ist und um es dann im Denken zu verwerten. Also, wenn wir es jetzt naturgesetzlich Entwicklung von der naturgeschichtlichen Entwicklung der Bewusstseinsfunktion betrachten, und zwar so, wie es dann die Natur auch tatsächlich uns liefert, alles das, worüber wir hier sprechen, und da musst du mich dann bitte auch sofort unterbrechen, wenn irgendwas nicht verständlich sein sollte, muss immer, das ist der Anspruch, den ich mit echter Naturgesetzlichkeit verbinde, von jedem in der Natur mit seinen eigenen Sinnesorganen überprüfbar sein. Wenn ich also Lebewesen studiere von der Geburt an, und das spielt jetzt keine Rolle, ob ich dafür Vögel nehme oder Säugetiere oder selbst Reptilien oder Insekten, dann werde ich, wobei es je näher uns die Daseinsform kommt, umso deutlicher wird, wenn wir feststellen, dass von der Geburt weg immer für einen bestimmten Zeitraum ein Kopiervorgang abläuft. Es gibt viele sehr anschauliche Forschungen in Verbindung mit Vögeln. Also ich habe beispielsweise mal vor längerer Zeit einen Bericht gesehen über eine Forscherin, die, ich glaube, mit Graugänsen ihre Studien gemacht hat und der es gelungen war, die Graugänse, was ja prinzipiell nicht weiter schwierig ist, auf sie als Mutter zu eichen und dann mit einem Ultraleichtflieger mit ihren Gänsen
dann über die Landschaft geflogen ist und die Gänse ihr gefolgt sind, also sie als Mutter erkannt und akzeptiert haben, war halt das Erste, was da war. Gibt es sogar einen Hollywood-Film, Amy und die Wildgänse. Vielleicht ist es das ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber so können wir also lückenlos beobachten, wie dieser Lernprozess der ersten Zeit abläuft. Das kann man genauso gut bei Wolfsjungen, bei Füchsen, bei praktisch jeder uns zugänglichen Tierart oder Lebensform beobachten. Mhm. Und dieses Kopierverhalten der ersten Zeit ist natürlich und ist auch ökonomisch. Denn die Elterntiere oder die Eltern, wenn wir es generell so offen halten in der Begrifflichkeit, dass wir es auch gleich auf den Menschen anwenden können, haben ja bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kinder geboren werden, überlebt. Damit müssen sie also Überlebenskompetenz bewiesen haben. Wobei das auch schon ein erstes Naturprinzip ist, was wir hier berühren. Alles will überleben. Das ist kein Naturgesetz in meinem Sprachgebrauch, sondern ein Naturprinzip. Hat eine gewisse Ordnungsfunktion, erleichtert etwas das Nachdenken, ist aber jetzt nicht in der Tiefe absolut entscheidend. Und wenn wir alles will überleben als Grundlage nehmen, als Naturprinzip, als Handlungsantrieb, dann dient das Kopieren dazu, Überlebenskompetenz zu entwickeln. Also die Eltern haben bis jetzt überlebt und dann kopiere ich im weiteren Verlauf als Nachwuchs das Verhalten der Eltern, um diese Überlebenskompetenz einfach durch Nachmachen zu gewinnen. Es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Tiere, soweit wir das einschätzen können, denken sowieso nicht. Menschen in den ersten Lebensjahren können ebenfalls nicht denken. Ahmen genauso wie jedes andere Lebewesen einfach nur das Verhalten der Eltern nach. Wenn wir also anfänglich von modernem Denken und konditioniertem Denken oder konditionierendem Denken, konditioniertem ist passender, gesprochen haben, dann ist das nichts anderes als diese anfängliche Kopierphase. Jetzt hat aber der Mensch die Möglichkeit, durch die Fähigkeit des Selbstbewusstseins und des sich selbst Wahrnehmens und der Fähigkeit zu denken und zu kombinieren, denken, schauen wir gleich noch drauf, was das jetzt tatsächlich bedeutet, die Möglichkeit, ab einem bestimmten Reifezustand, muss uns jetzt gar nicht interessieren, wann der einsetzt, individuell unterschiedlich, auf jeden Fall irgendwann im Verlaufe der Jahre zwischen dem 2., 3. bis 10. Lebensjahr, die Möglichkeit, das, was an Informationen geliefert wird, was vorgelebt wird, zu überprüfen. Also die Frage in den Raum zu stellen, ob das wirklich genauso ist, wie es vorgemacht wird, wie es behauptet wird und ob es wirklich die optimale Form des Überlebens ist, die auf das eigene Leben übertragbar ist. Wenn jetzt aber diese Fähigkeit nicht geweckt und gefördert wird, und das ist eben dieser kritische Zeitraum zwischen, sagen wir mal, 3 und 10 Jahren, dann verlässt der Mensch niemals diese Phase des Kopierens und bleibt ein Leben lang auf diesem animalisch kopierenden Stadium stehen, verhält sich wie jedes x-beliebige Säugetier. Ohne zu reflektieren, ohne nachzudenken, ohne kritische Distanz. Und das ist der Zustand des modernen Menschen. Und er ist auch leicht zu überprüfen. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, in die Fußgängerzone, würden die Menschen fragen, ob sie jetzt auf der Erde leben, in der Erde leben, ob die Erde rund ist, ob sie flach ist, ob es da ein Planetensystem gibt. Dann werden alle, das ist jetzt nur ein Beispiel von zahllosen, das gilt für praktisch jeden durch die Bildung vermittelten Inhalt, werden die Menschen sagen, ja, selbstverständlich leben wir auf der Erde und selbstverständlich dreht sich die Erde, selbstverständlich dreht sie sich um die Sonne. Natürlich gibt es ein Planetensystem. Wenn ich dann aber frage, ob sie die Annahmen, die zu dieser Schlussfolgerung geführt haben, geprüft haben, werde ich nicht einen finden, der das getan hat. Nicht einen, der einfach formulierte Naturgesetze, die es ja in der konventionellen Wissenschaft auch gar nicht gibt, zugrunde gelegt hätte
um zu überprüfen, ob dieses Modell überhaupt stimmen kann. Ja. Ich will das nur in eine kritische Frage kleiden. Mag sich jeder dann selber damit beschäftigen. Uns geht es ja nur darum, zu veranschaulichen jetzt in diesem Gespräch, wie viele, und zwar fast ausschließlich Annahmen, das Weltbild des modernen Menschen bestimmen. Die Frage, die ich als kritisch wacher Mensch habe, ist, wenn die Erde eine Kugel ist, mit einem Umfang von 42.000 Kilometern am Äquator und sich mit 1.600 Kilometern pro Stunde am Äquator etwa dreht und mit etwa 100.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne fliegt, wie verdammter Mist nochmal ist es möglich, dass ich nicht wie ein Zäpfchen ins Weltall abgehe? Ja, wenn man das in einem kleinen Modell nachstellt, kann man sich gar nicht schnell genug in Sicherheit bringen, so wie die gesteckten Nädelchen auf diesem Modell in alle Himmelsrichtungen davonfliegen. Ohne jetzt nach einer Antwort zu suchen, habe ich aber zumindest mal eine gewichtige Frage an Astrophysiker. Und so können wir durch die gesamte Bildung, durch sämtliche Schulfächer durchgehen und werden feststellen, die Menschen glauben, glauben, glauben. Sie glauben das, was in der Geschichte erzählt wird, ohne es zu prüfen. Sie glauben das, was in Politik erzählt wird, ohne es zu prüfen. Sie glauben in der Religion sowieso, dort ist es ja System. Und niemand überprüft. Ja, das Bildungssystem ist ja aus der Religion entstanden. Das hängt ja zusammen, soweit ich das er für mich herausgefunden habe. Und Schule ist ja nichts anderes. Also heute gibt es vielleicht ein paar modernere Konzepte, die auch umgesetzt werden, sicherlich, ein paar auch gute. Aber zu meiner Zeit war Schule nichts anderes als einfach nur Wissen abschlucken, irgendwelchen Müll, den die da einen reingeschüttet haben. Und ich war immer schon so rebellisch und ketzerisch und habe immer nachgefragt. Und das wurde halt immer abgeblockt. Das wurde halt gesagt, das ist so, weil es im Buch steht. Ich kann mich erinnern, ich war immer ziemlich schlau in der Schule so und in Mathe mal sollten wir irgendeine komplizierte Formel rechnen und ich habe die dann an der Tafel vorgerechnet und die war halb so kurz oder halb so lang, wie sie offiziell sein dürfte. Und die war richtig, stand aber nicht so im Buch drin und der Mathelehrer wollte das nicht akzeptieren. Ich so, aber es steht doch. So. Wahrscheinlich hat er sich dann dahinter mit angemeldet und so das neu entdeckt hat. Keine Ahnung. Es wurde auf jeden Fall immer abgeblockt. Ja. Also das ist doch, Schulsystem ist doch nichts anderes als Kopieren von das, was irgendwelche anderen einem vorkauen. Befüllen und kopieren, das ist das, also Nachfragen gibt ja sowieso, kritisches Nachfragen gibt sowieso schlechte Noten. Damit bist du ja zwangsläufig Querschläger. Und da der Lehrer ja ebenfalls nur das gelernt hat, ohne es zu hinterfragen, was er dann anschließend an die nächste Generation Schüler weitergibt, ist er bei solchen Fragen auch immer sofort unter Stress, weil er keine Antworten hat. Also, was du gesagt hast, deckt sich auch mit meinen geschichtlichen Einblicken in die letzten 500 Jahre Kulturgeschichte, Schulgeschichte. Anfänglich war die Bildung in der Hand der Kirche. Plus in jüngerer Zeit, ab Ende des 18. Jahrhunderts etwa, in der Hand der Unternehmen. Denn Lesen, Schreiben und einige andere moderne Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man als Bildung bezeichnet, brauchte man spätestens mit der Entwicklung der ersten mechanischen Webstühle in England, um einen kompetenten Arbeiter zu haben, der 24 Stunden am Tag die Maschinen am Laufen hält. Daher in England ja auch die ersten Schulansätze innerhalb der Unternehmen. Davor war es offensichtlich kirchliches Monopol. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dieser Kopierfunktion. Dieses natürliche Kopieren, die haben es bis jetzt überlebt, mache ich das halt nach, ist ökonomisch. Erstmal ja. Ist natürlich, es ist animalisch. Wenn man aber darüber nicht hinauswächst, und das ist ja gerade das, worüber wir hier sprechen, und das Planetensystem und hunderte und tausende anderer Beispiele, bis hin zu den täglichen Diskussionen über das, was in der Zeitung steht, wo einfach der Leser der Frankfurter Zeitung sich austauscht und diskutiert mit dem, der die Zeit gelesen hat, um dann die Meinung der Frankfurter gegen die Meinung der Zeit abzuwägen und die eigene Recherche überhaupt nicht stattfindet. Ja, das zeigt alles in einer sehr, sehr großen Klarheit, wenn man sich die Mühe macht, das mal im Gesamtbild zu betrachten,
dass der moderne Mensch nichts anderes macht, als eine Information, die aus einer vermeintlich vertrauenswürdigen Quelle kommt, aufzunehmen und weiterzuerzählen, sie als seine Meinung kundzutun. Also ich bin ja für die CDU, der andere ist für die SPD und dann kann man damit leichten Abend füllen. Sich streiten, diskutieren, Synthesen suchen, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Alles aber Meinung, Inhalte anderer, völlig ungeprüft. Das ist Kopieren. Und auf der Stufe steht der moderne Mensch. Also konditioniertes Denken ist nichts anderes als der Erhalt des Kopierverhaltens über diesen möglichen Umschwung und die Weiterentwicklung. Nehmen wir mal als zeitliche Peilung, plus minus 5 Jahre, Lebensalter, hinaus bis zum letzten Atemzug. Mhm. Und wenn wir dann, also somit ist es an sich nur ein psychologischer Stillstand, über den wir hier sprechen, der die Chance vergibt, tatsächlich selber anzufangen zu denken, selber kritisch zu werden, selber aus der Natur herzuleiten, im Prinzip das, was wir anfänglich in Stichworten kurz besprochen hatten, worauf wir auf jeden Fall noch ausführlich eingehen müssen, wenn wir Denken wirklich verstehen wollen. Aber vorher würde ich gerne mal, weil das wieder charakteristisch ist für den Stand der Wissenschaft, auf jeden Fall schon sehr, sehr offensichtlich der ganzen sich um den Menschen und seine Funktionsweise drehenden Wissenschaften, Medizin, Psychologie, Philosophie, auch Religion, charakteristisch diese diffuse Atmosphäre, das Unklare der Begriffe. Hättest du, wenn ich dich jetzt danach frage, sofort eine klare Definition von Denken parat? Nö, müsste ich auch erstmal mir zurecht, niemand. Zurecht sammeln. Und wenn ich ehrlich bin, ich bis vor relativ wenigen Wochen auch noch nicht, obwohl ich mich mit dem Thema ja seit vielen Jahren Tag ein, Tag aus befasse, aber ich habe mich erst in der Vorbereitung unserer heutigen Begegnung mit der Wortherleitung von Denken befasst, weil mir auffiel, dass ich überhaupt keine begriffliche Klarheit zum Denken in mir hatte, obwohl ich klares Denken durchaus seit vielen Jahren anleiten kann, in diesem Dreierschritt, über den wir sprechen werden. Aber diese klare, präzise Herleitung dessen, was Denken tatsächlich ist, die hatte ich auch völlig versäumt. Und sie existiert in der gesamten Psychologie nicht, sie existiert in der Medizin nicht, sie existiert nirgendwo, wo sich Menschen mit Bewusstsein und Denken befassen. Mhm. Wage ich jetzt ketzerisch zu behaupten. Wer das Gegenteil beweisen mag, der möge sich gerne bei mir melden. Und stellvertretend für dieses Diffuse habe ich mir aus Wikipedia die Definition für Denken herausgeholt und die möchte ich mal kurz vorlesen. Okay. Unter Denken werden alle Vorgänge zusammengefasst, die aus einer inneren Beschäftigung mit Vorstellungen, Erinnerungen und Begriffen eine Erkenntnis zu formen versuchen. Bewusst werden dabei meist nur die Endprodukte des Denkens, nicht die Denkprozesse, die sie hervorbringen. Also hier haben wir dann auch noch eine große unterbewusste Komponente. Wenn wir jetzt von dort aus weitergehen würden, was ist denn jetzt Bewusstsein, was ist Unterbewusstsein? Gibt es in der Psychologie eine klare Definition von Bewusstsein und Unterbewusstsein? Da werden wir feststellen, dass es entweder gar keine gibt oder so viele verschiedene von Autor zu Autor, dass man sich darüber auch schon wieder nächtelang bei vielen Gläsern Rotwein unterhalten könnte. Introspektive Vermutungen, also Innenschau, Vermutungen mit Blick nach innen, lautes Denken sind jedoch sehr unzuverlässig. Denken wird allgemein von Wahrnehmung und Intuition unterschieden. Dies wird in der Regel damit begründet, dass Wahrnehmung und Intuition unbegrifflich seien, Gedanken jedoch als begrifflich oder propositional aufgefasst werden. Kannst du damit was anfangen? Also eins ist mir sofort aufgefallen, am Schluss, dass Intuition erstmal komplett getrennt wird vom Denken, ist schon mal etwas, wo ich komplett das Gegenteil behaupten würde. Mhm. Dass ich glaube, lebendiges Denken, ich nenne das mal lebendiges Denken, oder wildes Denken, wie es die wunderbare Christina Kessler nennt,
ist quasi einhergehend mit Intuition, oder Intuition ist ein wesentlicher Bestandteil, glaube ich, davon. Aber das würde natürlich auch wiederum bedeuten, dass man eben nicht vorgefertigtes Altes nachkaut und beliebig anders ordnet, aber trotzdem immer nur aus dem Alten schöpft, sondern dass da eine Offenheit ist, das, was im Moment stattfindet, wirklich auch mit ins System reinzulassen und vielleicht zu ganz anderen Schlüssen zu kommen und ganz andere Zusammenhänge zu finden, die dieser vermeintlichen mentalen Logik, sage ich mal, die ja gerne auch mit Denken gleichgesetzt wird, sogar entgegengesetzt läuft. Ja. Was, ich muss dich ja fragen, ich möchte dich ja auch verstehen. Was ist mentale Logik? Wie würdest du mir das definieren? Du bist lustig. Ich will dich damit gar nicht aufs Glatteis führen. Nur, wenn, das wirst du, und es ist die eigene Gedankenhygiene, wenn du darauf achtest, wie du denkst, wenn ich darauf achte, wie ich denke, dann wird sich gerade bei solchen Themen, wo keine wirkliche Klarheit besteht, wieder und wieder zeigen, dass Begriffe verwendet werden, die noch nicht einmal der eigenen Klärung unterzogen wurden. Und mentale Logik würdest du mir wahrscheinlich nicht klar so, dass es anwendbar ist. Das ist immer das Entscheidende. Was nützt eine Definition, mit der ich nichts machen kann? Es muss ja immer eine Anwendung daraus resultieren. Es muss mich kompetent machen. Alles will überleben, hatte ich vor einigen Minuten, kein Zeitgefühl, über Zeit müssen wir vielleicht auch noch sprechen, hatte ich erwähnt. Mhm. Und was hatte ich nochmal erwähnt? Mentale Logik. Mentale Logik war jetzt dein Begriff. Nein, Zeit und davor, ich habe gerade einen Faden verloren. Ich auch. Finde ich jetzt auch nicht den Faden. Mach mal woanders weiter. Das ist jetzt nicht logisch. Machen wir unlogisch weiter. Ja, na, also mentale Logik ist auf jeden Fall genauso wie das bewusste, das Thema Bewusstsein, Unterbewusstsein und was Denken angeblich ist, alles diffus. Mhm. Und mit dem Diffusen, und das ist, jetzt habe ich den Faden wieder, und mit dem Diffusen haben wir diese Spur überhaupt nicht aufnehmen können. Also wir haben gar keine Möglichkeit, wirklich handlungskompetent zu werden. Und das, was ich zu Beginn gesagt hatte, war, alles will überleben. Mhm. Ja, das ist dieses Naturprinzip. Wir denken, weil wir unsere Überlebenskompetenz verbessern wollen. Ansonsten hat es keinen Sinn zu denken. Worüber denn sonst noch? Es gibt eine zweite Komponente, das ist das spirituelle Erwachen des Menschen. Also den Weg zu seiner wirklichen, lebendigen Spiritualität zu finden, was jetzt ein eigenes Gespräch wäre. Ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, aber das Prinzip, nach dem Denken funktioniert und wofür es da ist und was es antreibt, können wir an dieser ganz realen Überlebenskomponente studieren und brauchen sie dann im Prinzip nur, das brauchen wir dann im Prinzip nur noch auf den spirituellen Weg zu übertragen. Dann auch in der Spiritualität gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze, wie in unserer sichtbaren, greifbaren Welt. Das ist ja nur jenseits unserer Sinne. Und selbst diese Trennung ist willkürlich, denn diesseits unserer Sinne findet unser erkennbares, erfahrbares Leben statt. Das andere ist ja keine andere jenseitige Welt, irgendwo oben im Himmel oder unten in der Hölle oder sonst wo, sondern es ist einfach nur jenseits unserer Sinne. Spiritualität findet hier in unserem täglichen Leben statt, in jedem einzelnen Moment, genauso wie jenseits unserer Sinne, wenn wir uns von unserem Körper verabschieden. Mhm. Also alles will überleben, treibt unser Denken an. Auch wenn wir anfangen, bewusst zu kombinieren, also aus dem reinen Kopieren herauswachsen, ist es so, dass wir das immer zur Verbesserung unserer Überlebenskompetenz machen. Wenn ich jetzt aber so diffuse Definitionen habe von Denken, Bewusstsein, Unterbewusstsein, introspektive Vermutungen, weiß der Teufel was damit, kann doch kein Mensch was machen. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo zu einem Kletterkurs und jemand erzählt dir was von introspektiven Vermutungen über die eventuelle Funktion des Seils und dessen transpersonale Verbindung mit dem Haken, den ich jetzt irgendwo an der Wand einhängen soll, um eventuell zu überleben. Ja, auf die Art und Weise verstehe ich überhaupt nichts.
So lerne ich nicht klettern, sondern das ist ein Seil, das ist ein Haken, da ist die Wand. Es gibt Schwerkraft offensichtlich und so lerne ich alle Instrumente kennen. Ich lerne die Wechselwirkung der Instrumente kennen und dann fange ich an, sie anzuwenden. Mhm. Und genauso puristisch klar muss man an jede Definition herangehen, die die Funktion des Menschen, also die Psyche, die Psychologie betrifft. Das ist etwas, was man in die Tonne treten kann. Damit kann kein Mensch etwas tun. Insofern müssen wir das und werden wir auch ganz klar ordnen. Den ersten Schritt haben wir ja schon. Wir haben das Denken als, nein, warte eine Sekunde, bevor wir auf Denken als Kopieren kommen, sprechen wir erstmal über die Wortherkunft des Denkens. Denn das habe ich in Vorbereitung unseres Gespräches gemacht, nachdem ich ja zu meinem eigenen Entsetzen festgestellt habe, obwohl ich ja einen sehr starken Bezug habe zur Nachforschung, woher Worte kommen, ist aber bei diesem zentralen Wort in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der ja angeblich alles denkende Geschöpfe sind, tatsächlich aber vorwiegend kopierende, nicht getan. Denken, und selbst im modernen Hochdeutsch gibt es Spuren, die darauf hinweisen, worum es wirklich geht, hat etwas zu tun mit zum Beispiel Andacht. Ich dachte, Andacht oder Gedenken oder älteres Wort, wird heute kaum noch verwendet, mich, also dünken, mich dünkt, ja, dass das und das so sein könnte. Mhm. Und wenn wir jetzt ins Althochdeutsche gehen oder ins Altfranzösische, Altenglische, dann kommen wir auf Worte, die es noch deutlicher zeigen, die dann auch die Verbindung wieder zur Andacht, die wir an sich nur mit etwas Religiösem verbinden, herstellt, wie zum Beispiel Tanka oder Tankya, also Dank. Mhm. Dank, Denk, Denken. Es ist in der, wenn man in den Sprachen, in der Sprachgeschichte rückwärts geht, oftmals so, dass es zu Vokalverschiebungen kommt. Das kennen wir auch heute noch. Mhm. Und mit den Vokalverschiebungen sich dann auch schnell verschleiert, dass hier von einem und demselben Wort die Rede ist. In Bayern sagt man zum Bub, nicht Bub, sondern Bur. Also Buar geschrieben. Also lautmalerisch wird ein und dasselbe anders ausgesprochen. Und Denk und Dank und Ding und Ding und Think heute im Englischen, aber wenn man es ausspricht, wie es geschrieben ist, würden wir im Deutschen sagen Think. Mhm. Und das Englische ist noch sehr, sehr viel näher am Althochdeutschen als das heutige Hochdeutsch. Und jetzt haben wir im Grunde genommen mit verschiedenen Worten umkreist, was das Wort Denken ursprünglich tatsächlich bedeutet, nämlich etwas wahrzunehmen, etwas zu registrieren, aufmerksam zu sein für etwas. Und das ist auch der erste Schritt des Denkens. Das ist der erste Schritt dessen, was ich eingangs gesagt habe, nämlich die Naturwahrnehmung. Mhm. Natürlich kann ich mich in der Schule oder in der Ausbildung an der Uni mit allen möglichen Inhalten füttern lassen und diskutiere dann diese Zusammenhänge. Das ist die heutige Verlaufsform der sogenannten Wissenschaft. Früher, ausnahmslos, alle echten Wissenschaftsgrößen, Kepler, Lavoisier, Newton, also die Namen, die jeder irgendwann mal gehört hat, die sind alle hinsichtlich ihres Erfahrungsweges auf dieselbe Art und Weise vorgegangen. Sie haben mit der Naturwahrnehmung begonnen. Es gab ja auch damals niemanden, der sie mit irgendwelchen Theorien wirklich nachhaltig hätte befüllen können. Und es hat sie sicherlich auch das querdenkerische, ketzerische Element beschäftigt, angetrieben, dass sie in Frage gestellt haben, also über das reine Kopieren hinausgegangen sind, in Frage gestellt haben, ob das so stimmt, was vermittelt wird, haben sich dann ihre Referenz aber aus der Natur geholt und haben andächtig die Natur wahrgenommen. Und auf die Art und Weise bekomme ich diese ersten Informationen. Ich bekomme Sinneswahrnehmungen, die mir eine Idee davon geben, wie das funktioniert. Und diese Sinneswahrnehmungen, die kombiniere ich dann. Als bewusst denkendes Wesen kann ich das dann tun. Hier
fängt dann, also wir bleiben jetzt mal bei der, aber jetzt ist es hoffentlich sehr viel klarer bei dem Wort, Begriff, Denken, um jetzt nicht hier unnötige Verwirrung zu schaffen, aber es sollte klar geworden sein, dass wir Denken mit als Begriff für den Gesamtvorgang an sich nicht verwenden sollten. Denn Denken ist dieser erste Schritt des andächtigen, wahrnehmenden Registrierens. Und dann fange ich an zu kombinieren. Das mit dem, also ich finde im Schatten einen Eisklumpen und schlepp den oder habe irgendwo anders registriert, dass das Eis in der Sonne schneller schmilzt als im Schatten. Jetzt nehme ich den Eisklotz und schlepp den in die Sonne und siehe da, es schmilzt wiederum schneller als im Schatten und so fange ich an, Verbindungen herzustellen. Da gibt es eine Wechselwirkung zwischen Sonnenlicht und Eis wird zu Wasser. Aha, Eis ist Wasser, kaltes Wasser, gefroren, anderer Zustand. Und so fängt man an zu kombinieren. Daraus resultiert ein Naturgesetz, das ich dann, wenn ich es in diesem sichtbaren Bereich, im Verhältnis Sonne, Wasser, Eis, unterschiedliche Aggregatzustände, überprüft habe, dann anschließend auf das Unsichtbare anwenden kann. Mhm. Dort beginnt dann der wissenschaftliche Versuch. Bis dahin waren wir im sichtbaren und für jeden überprüfbaren Bereich. Also ist so gesehen dann der erste Schritt, die Wahrnehmung, die andächtige Wahrnehmung, dann das Kombinieren, dann das Formulieren der Gesetzmäßigkeit und anschließend zur Verbesserung meiner Überlebenskompetenz die Anwendung. Und dieser zweite Aspekt, der einem Kleinkind noch nicht zur Verfügung steht. Das Kleinkind kann auch schon wahrnehmen. Heiß und kalt, schnell, langsam, spitz und stumpf, was ja auch ganz wichtige, entscheidende Erfahrungen sind. Aber darüber hinaus ist es in dem Kopieren zunächst einmal noch verfangen, also kann nichts anderes. Dann im Alter von, wir haben ja gesagt, als Orientierung, plus minus 5 Jahre, beginnt das Kombinieren. Es beginnt auch schon sehr viel früher. Raben können auch kombinieren. Affen können auch kombinieren. Raben angeblich sogar besser. Also das findet man durchaus auch bei Tieren. Sobald dieses Kombinieren einsetzt, besteht die Möglichkeit, über die bisherigen Erfahrungswerte hinauszuwachsen. Mhm. Also für sich selbst zu prüfen, ist das, was man mir erzählt hat, so korrekt? Gibt es einfachere Wege? Gibt es wirklich böse Bakterien, die Infektionen auslösen oder nicht? Ich kann alles auf den Prüfstand stellen. Aber das ist erst ab dem Moment möglich, in dem diese Fähigkeit erwacht. Also das heißt, Zusammenhänge auch selber herstellen zu können zwischen genau. Beobachten, was man beobachtet oder erlebt, erfährt, auch körperlich erfährt. Und dann durch die Beobachtung und das in der Situation auch sein, finde ich auch, das ist ja auch, wovon wir isoliert sind, so wie wir leben, dass ich dann von alleine Zusammenhänge erkenne, ohne dass mir das jemand erzählt. Und gerade in dem Alter kommen wir dann in die Schule. Da kommen wir in die Schule. Perfekt und ausgewählt. Werden, ja, da würde ich gerne, ja, da möchte ich, bald ist bitte auch im Sinn, über Schule und Bildung müssen wir zumindest mal grob orientierend sprechen, damit klar ist, was in der Schule passiert, ohne dass wir da jetzt auf Details eingehen müssen, denn das habe ich an anderer Stelle schon so ausführlich in Gesprächen dargelegt, dass wir jetzt hiermit dafür jetzt keine Zeit aufwenden sollten. Aber auf jeden Fall müssen wir es kurz skizzieren, damit diese kapitale Auswirkung auf die Blockade dieses Entwicklungsschrittes, die den erwachsenen Menschen auf dem kindlichen Niveau festhält, deutlich wird. Ich möchte vorher, weil du das gerade angesprochen hast, ein sehr wichtiger Aspekt, auf die gegebene reale Situation eingehen. Wenn wir, weil du ja davon gesprochen hast, dass wir in Situationen, in denen wir uns befinden, selber kombinieren können. In gewisser Weise können wir sagen, dass der Körper der Eichpunkt unseres Lebens ist. Unser Leben findet hier und jetzt statt. Und es findet auch nur so lange statt, wie es uns erfolgreich gelingt, mit diesem Körper in lebendigem Kontakt zu bleiben. Alles andere nennt man dann Sterben und Tod. Insofern geht es, und jetzt kombinieren wir das Naturprinzip, alles will überleben, mit dieser simplen Feststellung, dass unser Leben da stattfindet, wo wir uns mit unserem Körper befinden. Und dann geht es also
wenn wir das verbinden, darum, dass wir unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzen, um hier und jetzt, wo unser Körper ist, hier und jetzt das Überleben zu sichern. Mhm. Insofern sind unsere Sinnesorgane nur dann sinnvoll einzusetzen, wenn wir jetzt präsent sind, um eventuelle Gefahren erkennen zu können oder auch Zusammenhänge, die mir jetzt in der Situation für die Zukunft eine höhere Überlebenskompetenz gestatten können. Dafür muss ich aber jetzt da sein, mhm, und mich nicht irgendwo hindenken, wenn wir jetzt im alten Denkverständnis bleiben. Ja, dieses ganze Kopfkino mit Sorgen, Ängsten, Nöten, Zweifeln ist immer eine Entfernung von dem Punkt, an dem ich mich gerade befinde, den wir Gegenwart nennen. Wenn ich aber nicht mehr präsent bin, weil ich gerade darüber nachdenke, ob ich jetzt die Haustür abgeschlossen habe, ob ich den Herd abgeschaltet habe und wie schön es ist, wenn ich in 4 Wochen in den Urlaub fliege, also immer irgendwo anders bin mit wesentlichen Teilen meiner Aufmerksamkeit, leidet meine Überlebenskompetenz jetzt. Und meine Sinneswahrnehmung ist eingeschränkt. Die meisten Menschen werden aus Dusseligkeit überfahren. Die latschen halt auf die Straße, weil sie gerade drüber nachdenken, über eine dieser Beispiele, die ich gerade genannt habe. Mhm. Sich gerade über irgendetwas geärgert haben und sind in Gedanken versunken, um dann anschließend im Krankenhaus wieder aufzuwachen. Mhm. Also, wenn wir denken, in diese zeitliche Einordnung bringen, dann ist das etwas, was jetzt stattfinden muss. Ich muss jetzt wahrnehmen mit all meinen Sinnesorganen, was um mich herum gerade passiert, um daraus adäquat handeln zu können, also tatsächlich das zu tun, was jetzt zu tun ist, um überleben zu können und um eventuell für die Zukunft weitere Kompetenz zu gewinnen. Oder auch einfach zu sein. Also ich glaube nicht, dass es immer nur, also zumindest ist mir jetzt, sorry, wenn ich kurz das einwerfe, mhm, aber ich finde, es geht ja nicht notwendigerweise nur darum, zu überleben, wie du es nennst. Das ist sicherlich der Hauptantrieb. Aber es ist ein anderer, eher genussvollerer Anteil ist ja auch, einfach in jetzt zu sein mit dem, was ist. Wenn ich dann in der Natur verbunden oder ja, mit dem Leben verbunden bin, dann muss ich ja vielleicht nicht notwendigerweise das Überleben gerade absichern, aber ich bin in Verbindung mit dem Leben um mich herum und in dieser Seinsqualität ist ja auch ein Aspekt. Ja, ich habe kein Aber. Mhm. Nur auch das, was du sagst, völlig korrekt sagst, muss hier, um es im Gesamtverständnis erkennen, ein Gesamtverständnis zu gewinnen, mhm, korrekt eingebettet werden. Wenn ich jetzt hier sitze und denke gleichzeitig über alles Mögliche andere nach, mhm, bin ich nur zum Teil anwesend. Würde also, wenn jetzt, was nicht der Fall ist, draußen eine Schnellstraße ist, solche Fälle gab es ja, und hier ein LKW ins Haus reinrast, gar nicht adäquat reagieren können. Würde das also nicht überleben oder nur schwer verletzt. Mhm. Wäre nicht nötig gewesen, wäre ich präsent gewesen. Mhm. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie kommt es dazu, dass Menschen sich aus der Situation, in der sie sich befinden, fortdenken? Sorgen, ja, Ängste, genau. Nöte, Grübeln, Zweifeln. Mhm. Es resultiert aus einer Unsicherheit, denn nur das führt ja dazu, dass ich darüber nachdenke, einer Unsicherheit, was die Zukunft bringen könnte. Habe ich die Herdplatte nicht abgeschaltet, laufe ich Gefahr, dass vielleicht meine Küche abfackelt. Habe ich nicht abgeschlossen, könnte es passieren, dass ein Dieb das bemerkt, ein Einbrecher das bemerkt und mhm, geht halt rein, holt sich nach Belieben mit Leichtigkeit und unauffällig alles raus, was mir wert und teuer ist. Oder auch in die Zukunft denkend. Ja, auf dem Weg zur Arbeit sich vorzustellen, oh Scheiße, jetzt muss ich wieder diesen Scheiß machen oder diesen Vollpfosten von Kollegen ertragen oder was auch immer. Ist ja das Gleiche in die andere Richtung. Ist in einem anderen Thema ebenfalls wieder der Verlust des Kontaktes zur Gegenwart in die Zukunft. Wenn ich aber so, wie du es ja völlig korrekt gesagt hast, jetzt da sein will, um einfach so am Leben teilzunehmen, dann setzt es voraus, dass mich nicht ständig meine Gedanken forttragen, dass ich also nicht dazu gezwungen bin, über die Zukunft nachzudenken, ja, um Pläne zu schmieden, wie ich in Zukunft überleben könnte. Das setzt voraus, dass ich die Gesetzmäßigkeit, nach der mein Leben funktioniert, wirklich verstanden habe. Also ich muss die Naturgesetze verstanden haben. Ich muss sie in dieser einfachstmöglichen Formulierung kennen, um sie überall anwenden zu können im Alltag.
Und ich brauche als zweites, das ist ein weiterer Schlüsselbegriff, die Intuition als zweiter Aspekt der Intelligenz. Das Denken, das andächtige Wahrnehmen und Kombinieren ist ein Teil der Intelligenz, die nicht im Kopf stattfindet. Hirnforschung können wir mit wenigen Sätzen als eine vollkommen überflüssige Wissenschaft. Ich bin mir bewusst, dass ich hier gerade mal wieder wahrscheinlich in viele Fettnäpfchen trete, aber wir wollen ja Wirklichkeit erkennen. Dafür haben wir uns getroffen. Es gibt einen einfachen Leitsatz, an dem ich mich seit Jahr und Tag orientiere. Eine einzige Ausnahme widerlegt jede Regel. Gibt es nur einen einzigen Menschen, der ohne nennenswerte Hirnstruktur eine normale Intelligenz zeigt, ist damit bewiesen, dass ich das Gehirn zum Denken nicht brauche. Es gibt aber nicht nur einen, es gibt viele Menschen, viele Beispiele von schwersten Hirnverletzungen, die zu nicht der geringsten Einschränkung des Denkens führte. Ja. Pflaumenkerngroße Anhänge irgendwo hinter den Augen und der Rest der Birne ist leer. Der Mensch ist hinsichtlich seiner Kopfintelligenz vollkommen unauffällig. Damit kann man ganze Bücher füllen. Also das, was Menschen am Hirn erforschen im Rahmen der Hirnforschung, ist keineswegs wertlos, aber hat nichts mit der Abbildung des Denkens zu tun. Die Funktion des Gehirns wird verständlich, wenn man in ernstzunehmende biochemische Forschungen und deren handfeste Ergebnisse eintaucht, die schon fast 200 Jahre alt sind. Das Gehirn ist eine große Drüse, es enthält hochbrennbare Phospholipide und von dort aus führt die Spur weiter. Ist heute nicht unser Thema. Aber wir erleben ja, und insofern ist das der Kopf tatsächlich interessant, wir erleben ja den Kopf einmal als den Sitz unserer wesentlichen Sinnesorgane und wir haben den Eindruck, dass unser Bewusstsein im Kopf ist. Und da sind wir durchaus an einer, aber darüber muss man nichts forschen, das nehmen wir zur Kenntnis und damit hat sich's, ein Übersetzer ins Bewusstsein. Und ansonsten lässt sich dann das Denken und Lernen an der gesamten Körperstruktur ablesen. Das soll auch nur als Impuls dienen. Das kann man an anderer Stelle leicht vertiefen. Absolut d'accord. So, also wir haben die als ersten Aspekt der Intelligenz, das lassen Sie jetzt mal im Kopf, den Kopf als Sitz des Denkens, auch wenn es dort nur ins Bewusstsein übersetzt wird. Und dieses Denken, wenn es jetzt keine Orientierung hat, kann sich gerade in der heutigen Zeit mit dieser Fülle an Informationen, die uns überrollt, sich an allem Möglichen verhaken und meistens oder nahezu ausschließlich ist es das, was in der Schule vermittelt wurde und später dann über die verschiedenen Zeitungen und Fernsehsender immer nur wieder neu nachgefüllt wird. Ohne in irgendeiner Form, weil es nur kopiert wird, die werden mich ja nicht belügen, übernommen wird. Also wir haben das Denken, was uns das Kombinieren gestattet, aber es braucht Richtung. Ich muss die Zusammenhänge verstehen, ich muss die Gesetzmäßigkeiten kennen und ich muss wissen, worüber ich sinnvollerweise nachdenken sollte. Und damit kommen wir an den nächsten Punkt, der die Intuition als zweiten Aspekt der Intelligenz einbettet. Unser Nervensystem, das habe ich im Symplonik-Anwendungshandbuch auch mit aufgenommen, ist ja nichts, was ich erforscht habe oder gefunden hätte, sondern das ist ja so wie überhaupt das meiste, was ich zusammengetragen habe. Ich habe es ja nur in ein schlüssiges, wirklich folgerichtiges, aus der Natur ableitbares, gesamtes, größeres Ganzes gebracht. Die meisten Nervenbahnen führen vom Bauch zum Gehirn. Und wir sprechen von unserem Bauch als dem Körperbereich, der uns ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl gibt und damit Nabel unserer eigenen Welt die Orientierung gibt. Bevor ich also meinen Denkprozess einschalte, wo auch immer er stattfinden sollte, ist es entscheidend, das ist die Vorauswahl dessen, worüber ich sinnvollerweise nachdenken sollte, um meine Überlebenskompetenz zu verbessern, in welche Richtung ich denn denken sollte und womit ich mich befassen muss. Der Bauch ist so gesehen
mit seiner Bauchintelligenz der erste Teil der Intelligenz, der die Orientierung gibt. Und dann setzt das Denken ein, verbessert meine Überlebenskompetenz. Wenn ich das alles begriffen habe und anwenden kann, kommt mein Denken zur Ruhe. Denn ich denke nur dann noch nach, wenn wirklich die Notwendigkeit besteht. Mit der Konsequenz, und dann bin ich wieder bei dem, was du vorhin offensichtlich vollkommen korrekt beschrieben hast, dann bin ich jetzt immer noch hier, wo ich mit meinem Körper bin, aber muss über wesentlich weniger Dinge nachdenken und bin fühlend. Mhm. Und dann bin ich nur in Anführungszeichen da, mhm, und nehme am Leben teil. Und zwar hier und jetzt. Ja, wunderbar. Gut auf den Punkt gebracht. Kann ich nur unterschreiben. Jetzt wäre natürlich die nächste Frage, also ich meine, ich denke, alle, die uns zuschauen, wissen das und kennen das und jeder leidet unterschiedlich drunter, aber Normalität des Denkens, also das, was wir als normal empfinden, was du sagst, du beschreibst es als Sorgen haben oder also was könnte passieren, wenn und oder was kann ich tun, um besser zu sein oder was kann ich tun, um optimierter zu sein. Also es gibt ja immer ständig diesen Kopfzirkus, ja, bei den meisten. Wir versuchen zwar, viele von uns zumindest, denke ich, versuchen, über verschiedene Selbsterfahrungsmethoden mehr in den Bauch zu kommen oder ins Herz zu kommen und das zumindest zu reintegrieren. Aber die Dominanz ist ja in der Regel bei den meisten immer so im Kopf wahrnehmbar. Wie ist das denn entstanden? Also wenn man dir jetzt zugehört hat, ist ja das eigentlich von der Natur aus offensichtlich, wenn das denn stimmt, was du für da herausgefunden hast, anders gedacht. Also das Denken und von mir aus auch das Mentale oder das Kopfdenken oder wie auch immer wir das nennen wollen, hat ja eine sinnvolle Funktion. Bei dir, du gehst ja immer davon aus, dass es auch eine sinnvolle Funktion hat. Die hast du ja gerade beschrieben. Wie ist es denn, also wieso sind wir da? Wieso hat das so eine Dominanz und komplett die beiden anderen, die eigentlich übergeordnet sein sollten oder zumindest gleichwertig sein sollten, sprich Bauch und Herz oder Gefühl, wie kann das sein, dass das so komplett diese Führung und diese Dominanz übernommen hat und diesen Wahnsinn kreiert, dieses Kopfgehen kreiert? Das Herz, nur um das kurz zu vervollständigen, ist die Herzintelligenz, die Qualität, in der ich etwas mache, die innere Anteilnahme, in der ich etwas mache, ist für mich der dritte Schritt. Ist auch prinzipiell folgerichtig nachvollziehbar. Das erste ist die Orientierung, genauso wie ich mich real bewege. Ich orientiere mich mit einem Kompass, das ist meine Bauchintelligenz, mein Bauchgefühl. Was ist wichtig? In welche Richtung soll es gehen? Dann setze ich mein Denken ein, meine Fähigkeit zum bewussten Denken und durchdenke etwas, um daraus Überlebenskompetenz zu gewinnen. Für nichts anderes ist das Denken da. Und dann handle ich. Und dann kommt die Herzintelligenz zum Tragen. Denn die Art und Weise, wie ich handle, entscheidet über die Qualität des Ergebnisses. Und auch über das Inspirierte, Lebendige und Erfüllende dieses Weges, den ich dann gehe. Insofern ist die Herzintelligenz der letzte Schritt, der etwas dann mit der Umsetzung und Ausführung zu tun hat. Und jetzt die Frage, warum, wieso sind wir überhaupt in diese Problemsituation hineingeraten? Das ist das, was wir im Bildungssystem als großes Problem haben. Und unabhängig davon, ob das jetzt nun gezielt geschaffen wurde oder nicht, in der Auswirkung ist es genau dieses Problem. Diese Schwierigkeit, die daraus resultiert, dass man Kindern nicht die Möglichkeit gibt, ihre Sinne sich entfalten zu lassen, also sehen, hören, riechen, tasten, schmecken, und zwar in Bereichen, für die sie geschaffen wurden, nämlich draußen in der Natur. In der Vielfalt der Reize, in der Bandbreite von ganz leicht bis maximal, von ganz dunkel bis ganz hell, von leise bis laut, in dieser Vielfalt, die zum Beispiel die Situation in einem x-beliebigen Wald liefert. Also die Entwicklung der Sinne, um diesen ersten Schritt des andächtigen, denkenden Wahrnehmens überhaupt vollziehen zu können, findet in der Ausbildung, der schulischen Ausbildung, weder im Kindergarten, selbst im Waldkindergarten nur mit erheblicher Einschränkung und später dann in Schule, Ausbildung, Universität, Lehre oder sonst etwas überhaupt nicht statt. Das ist das Erste. Damit ist schon
die schon diese Kopierfunktion beeinträchtigt. Denn mit beeinträchtigten Sinnen, ohne vollständige Entfaltung meiner Sinnesorgane, kann ich ja noch nicht einmal wirklich erfolgreich kopieren. Ich gerate also in eine Abhängigkeit an das System der Gesellschaft, weil ich überhaupt gar nichts mehr registriere. Es ist überhaupt kein Problem, einem modernen Menschen jederzeit, das zeigen beispielsweise Bühnenhypnosen, irgendetwas suggerieren zu können, was mangels geschulter Wahrnehmung und innerer Präsenz hier und jetzt dann tatsächlich als Wirklichkeit angenommen wird. Menschen erfrieren in abgeschalteten Kühlkammern. Man kann Weinproben durchführen mit Traubensaft. Man muss sie nur suggestiv entsprechend aufbereiten. Das ist nur möglich, wenn Menschen nicht hier und jetzt da sind und wenn die Sinnesorgane nicht entwickelt sind. Also nicht die ganze Bandbreite. Du sprichst ja auch an anderen Stelle von der Versiegelung der Sinne, also dass die im frühen Alter eigentlich versiegelt werden und gar nicht mehr genutzt werden können, auch nicht. Ja, das ist so, als wenn die Bandbreite des Hörens als unseres empfindlichsten Sinnesorgans von dieser Bandbreite der möglichen Schwingung, der Frequenzen, die wir wahrnehmen können, durch mangelnde Entfaltung, Lärmen, Plärren, Krach und Lärm im Kindergarten, schon aus Schutzgründen so reduziert wird, dass das Ohr keinen Schaden nimmt. Und was hier außerdem zum Tragen kommt, ist der Weg des geringsten Widerstandes, die natürliche Ökonomie, die in allem liegt. Wenn das Ohr permanent mit einem hohen Schalldruck in Kontakt kommt, also nicht viel leisten muss, um etwas zu hören, dann wird der Energieaufwand für diese Sinneswahrnehmung reduziert. Und so passiert das mit all unseren Sinnesorganen. Und damit ist, wie gesagt, die Kopierfunktion eingeschränkt. Und dieser erste Schritt, der wirkliches Denken ermöglicht, das Wahrnehmen der Dinge, der Zusammenhänge in der Natur, die Sinnesreize bewusst aufnehmen, also aufnehmen zu können und sie bewusst wahrzunehmen, reduziert, stark reduziert. Dann kommt, weil die Frage nach, so wie du es ja auch schon gesagt hast, nach dem Warum, wieso ist das denn so? Dieses ewige Warum, was das Kleinkind ja noch hat, in der Schule erstickt wird, kommt es zwangsläufig dazu, dass irgendwann Resignation eintritt. Ich werde nur in meiner Abhängigkeit, die ich als Kind sowieso noch habe, respektiert, akzeptiert, wenn ich das wiedergebe, was man von mir hören will, was man mir vermittelt hat und was ich wiedergeben soll. Es gibt gute Noten für die Wiedergabe von Meinungen. Noch nicht mal Meinungen, es reicht schon einfach Wissen nachzuplappern. Das ist ja noch nicht mal mehr. Noch nicht und mal lass mir es ruhig auf gehobenem Niveau eine Meinung sein, die uns vorgetragen wurde. Und so wird ein Dressurakt vollzogen. Schule und Bildungssystem sind ein System, selbst heute noch, genauso wie vor 500 Jahren, was Drill und Gehorsam über Noten erzwingt. Es gibt keinen Unterschied zu einem Ablauf, Tagesablauf in einem Gefängnis, außer dass die Gitter fehlen. Stimmt. Und insofern wird damit das Kopierverhalten und dann auch noch auf einem unteranimalischen, also unterhalb des natürlichen Niveaus, eingefroren. Und das bleibt dann ein Leben lang so. Insofern ist auch die Perspektive daraus leicht zu entwickeln. Die Sinnesorgane entwickeln, so wie man früher nicht die Gelegenheit hatte, mit Muße in die Natur zu gehen. Wer hindert einen daran, das zu tun? Dann die Positionsbestimmung, wenn es so sein sollte, das ist die Frage, die sich halt jeder stellen müsste. Wenn ich tatsächlich nur kopiert habe bisher, dann muss ich erst einmal überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Für welche Meinungen stehe ich denn hier in meinem Leben, wie ich bin? Politische Meinung, wirtschaftliche Meinung, wissenschaftliche. Um da erst einmal seine eigene Position tatsächlich zu finden. Und dann kann man das, was wir hier im Schnelldurchlauf in groben Zügen besprochen haben, dazu verwenden, um ein Gesamtverständnis zu finden. Was ist Intelligenz? Denken, Bauch, Denken, Herz. Und was ist Denken wirklich? Und was brauche ich dafür? Meine Sinnesorgane. Ich brauche die Neugier, die Unbefangenheit eines Kindes, alles in Frage zu stellen, alles auf den Prüfstand zu stellen. Und auch alles für möglich zu halten. Alles für möglich zu halten. So wie die großen Forscher es über Jahrhunderte immer wieder getan haben.
Und dann beginnt die Reise. Ja. Also ich würde ja dem, du hast gerade gesagt, eigentlich diese wichtige Phase des Lernens, nennen wir es mal so, beginnt eben damit, dass man mit den Sinnen in der Natur wahrnimmt. Was ich finde, da gehören noch zwei Aspekte zu. Das eine ist Bewegung, also dass man, das ist man automatisch, wenn man draußen ist in der Regel. Man sitzt ja nicht den ganzen Tag nur wie Buddha unterm Baum. Also ich persönlich kenne das von mir, wenn ich draußen bin in der Natur und mich bewege und sei es nur spazieren zu gehen, kann ich viel klarer denken, habe ich ganz viel bessere Ideen, funktioniert meine Intuition besser. Warum? Das weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall erstmal so. Aber lass mich kurz den zweiten Punkt noch anbringen. Du wirst sicherlich dazu sagen wollen. Und stimmt. Das andere ist auch, was mir auch erfällt, die in Verbindung mit anderen zu sein. Also worauf ich hinaus will, ist, heute leben wir in dieser Single-Gesellschaft auch. Also zum einen leben wir in einer vermeintlichen Informationsgesellschaft, wo wir uns über digitale Medien in wahnsinnigem Ausmaße irgendwie eigentlich nur noch vollschmüllen mit selbst vermeintlich hochwertigem Wissen, ja, aber nichtsdestotrotz die Menge an Informationen, die wir uns reinschütten tagtäglich, und dann noch isoliert alleine. Also man ist alleine vom Rechner und zieht sich irgendwelche digitalen, zusammenhanglosen Bruchstücke von Wissen rein. Also ich finde, dieses Dreieck zusammen auch, ich weiß nicht, dass du das auch so siehst, aber in Bewegung sein, also im Körper draußen mit der Natur und den Sinnen verbunden, Bewegung gehört für mich dazu, und aber auch alleine geht es langfristig, glaube ich, auch nicht, sondern es sollte auch immer diese wirklich menschliche Verbindung da sein. Oder? Jein. Also erstmal, also nicht nein. Also immer ist es entscheidend, wenn wir Kompetenz gewinnen wollen, dass wir den größeren Zusammenhang herstellen. Also ich habe überhaupt nichts zu nörgeln an dem, was du sagst. Die Frage, die sich für mich nur immer stellt, in der Hinsicht bin ich von Tag zu Tag sogar immer mehr dieses fragende Kind. Warum? Mhm. Ja, an deiner Feststellung ist ja nichts auszusetzen. Könnte ich auch gar nicht. Ist ja deine Wahrnehmung, wenn ich rausgehe, wenn ich mich bewege in der Natur, dann fühle ich mich entspannter, lebendiger, nehme mehr wahr, du wirst eine Reihe von energiegeladener vielleicht auch, du wirst also feststellen, dass sich bei dir etwas positiv verändert. Das, was beim Bewegen passiert, wenn es jetzt nicht ein sich bewegen mit Leistungsanspruch ist, zielorientiert, dass du in deinem Denken eine Entlastung findest, du wirst entspannter sein. Also Sorgen, Ängste, Nöte, Grübeln, Zweifeln nehmen bei einer entspannten Bewegung in der Natur ab. Diese Energie, die dort gebunden ist, steht dir dann real, bis Sorgen, Ängste, Nöte, Grübeln, Zweifeln wieder einsetzt, real für dein tägliches Leben, für den Moment zur Verfügung. Das ist etwas, was mit Sicherheit auch jeder schon vielfach erlebt hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich es beim Schulsport hatte, wenn es hieß, wir laufen jetzt 1000 Meter, und ich habe meine Startposition eingenommen, habe ich gemerkt, wie in Sorge, ob ich die 1000 Meter durchhalte, ich war nicht der begnadete Leichtathlet, wie mein Energiepegel spürbar sank und ich so vielleicht nicht gerade Pudding in den Knien hatte, aber mit einem richtigen Schwächegefühl gestartet bin, bis beim Laufen dann, wenn es gut lief, diese Energie wieder zu mir zurückkam, weil ich aufgehört habe, ängstlich, unsicher, zweifelnd darüber nachzudenken, ob ich mit einer passablen Zeit ankommen werde. Und das kann man sich tatsächlich real vorstellen, wie in einem physikalischen Umfeld, wo es zum Beispiel um den Stromfluss durch einen elektrischen Leiter geht. Ein Kabel kann eine bestimmte Menge an Energie transportieren. Ist zu viel Energie drin, wird das Kabel zu heiß und glüht durch. Mhm. Ist es zu wenig, kommt dann am anderen Ende auch nur relativ wenig an. Und wenn wir Lebensenergie, die uns für uns und unser Leben, also für unser Leben uns zur Verfügung steht, mal unter diesem, nur als Orientierung, als Hilfe, unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dass wir eine Art Rohr sind, ja, durch das Lebensenergie hindurchgeht, dann ist das eine kleiner, das andere ist größer, je nachdem, mit wie viel Energie jemand ausgestattet ist. Und diese Energie kann nun für unterschiedlichste Zwecke verwendet werden. Sie kann dafür verwendet werden, einfach jetzt präsent zu sein, da zu sein, wie du es vorhin für mich auch vollkommen korrekt gesagt hast, und Anteil zu nehmen am
Leben, hier und jetzt. Es kann aber ein wesentlicher Teil dieser Energie gebunden sein in Sorgen, Ängste, Nöte, Zweifel und so weiter. Mit der Folge, dass mir diese Energie ganz real, auch wenn wir das jetzt nicht messen können, aber das ist die Übertragung der erkennbaren Naturgesetze im Sichtbaren auf das Unsichtbare, sie steht dann nicht mehr zur Verfügung, weil sie durch Denken, durch nutzlose Denkprozesse über die Zukunft blockiert ist. Gehst du jetzt raus, atmest ein paar Mal tief durch, bewegst dich draußen in der Natur, endet für diesen Zeitraum ein Teil dieser Grübelei und du wirst es als real belebend und energetisierend erfahren. Mhm. Also ein im Grunde genommen ganz einfacher, simpler Mechanismus, der auch über einen gesamten Lebensprozess zu beobachten ist. Wenn jemand schon in einem weit fortgeschrittenen Alter ist, also in üblicher Weise denkend, grübelnd, sich sorgend, 60, 70 Jahre alt wurde und dann anfängt, sein Leben innerlich zu ordnen, also diese Grübelkreisläufe durch zu Ende denken, Naturgesetze erkennen, hier und jetzt präsent werden, was dann automatisch passiert. Denn was zu Ende gedacht ist, ist etwas, worüber ich nicht weiter nachdenken kann. Es ist doch klar, das ist Zeit, die frei wird. Und diese Zeit füllt sich automatisch mit Fühlen. Und diese Energie kehrt zurück. Und sie kehrt nicht nur gefühlt zurück mit einer höheren körperlichen Leistungsfähigkeit und Wachheit. Sie ist labormedizinisch sichtbar. Sie verändert das Gewebe. Also es treten Verjüngungsvorgänge ein, bis hinein in die Körperstruktur, in jedes einzelne Körpergewebe, die vorher gar nicht für möglich gehalten werden. Mhm. Selbst ohne irgendwelche körperlichen Unterstützungen wie Ordnung der Ernährung oder Mineralienzufuhr sicherstellen, ohne irgendetwas in dieser Hinsicht zusätzlich getan zu haben, selbst das ist zwar etwas, was intensiviert, erleichtert, den Weg schneller gehen zu können, aber nur durch diese gedankliche Ordnung, in der Weise, wie wir das jetzt so groben Zügen besprochen haben, wird sich schon der Körper verändern, wird sich als erstes und schnellstes der Energiehaushalt verändern. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Also das ist ja auch gerade die Frage. Wir haben ja eingangs gesagt, dieses moderne oder wie auch immer wir es nennen wollen, dieses konditionierte, antrainierte Denken, das uns meistens stresst, wie du erklärt hast, Aldi, weil wir meistens in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind und meistens auf irgendwelchen Negativschienen Sorgen projizieren oder Pläne schmieden, um uns zu verbessern, was ja auch wieder Stress ins System bringt. Wie finde ich jetzt den Weg, also würde ich jetzt, wir sind jetzt so langsam, denke ich, kommen wir gegen Ende, um das zusammenzufassen. Was ist jetzt der effektive Weg, um von diesem energieraubenden, fressenden, nutzlosen auch eigentlich denken, weil es zu keinen Ergebnissen führt letztendlich oder nur zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen. Wie komme ich von da zu diesem intuitiven, lebendigen, naturorientierten, sage ich mal, Denken? Also was ich hier zusammenfassen kann, das Erste ist überhaupt erstmal zu verstehen, dass wir gefüttert sind mit irgendwelchen religiösen, nicht nur Religion, religiös im Sinne von Religion, sondern überhaupt, dass alles eigentlich nur Glaubenssätze sind, egal ob wir jetzt an medizinische Konzepte glauben oder ob wir an irgendeinen Quatsch glauben, den uns unsere Eltern erzählt haben oder den sie uns in Medien erzählen. Also Glaubenssätze erkennen, hinterfragen und möglicherweise erkennen, dass da gar nicht so viel drinsteckt. War eins, was du erwähnt hast. Das zweite war, die Sinne wieder zu revitalisieren oder wieder in Funktion zu bringen. Die Sinnesorgane, so würde ich es jetzt formulieren, herauszufordern. Oder herauszufordern. Also konkretes Beispiel, viele tragen eine Brille. Die Brille ist vom Optiker korrekt zur hundertprozentigen Korrektur der Sehleistung eingestellt. Man könnte zum Optiker gehen und sagen, ich hätte gerne eine Brille, die nur 95% meiner Sehleistung korrigiert. Dann habe ich 5% Herausforderung für meine Augen. Ja, also das nur als Beispiel dafür, wie sich dann, so wie die Reize schwächer werden, wir leben ja in einer lauten, lärmenden, hektischen Zeit. Und das fängt ja schon im Kindergarten an. Wenn wir uns in Situationen begeben, in denen unsere Sinnesorgane herausgefordert werden, lesen bei Kerzenlicht, früher trugen die Menschen wesentlich weniger Brillen, war nicht nötig, lesen bei Kerzenschein ist angeblich schlecht für die Augen. Wenn ich das überprüfe, stelle ich fest, dass es ein Spruch ist, sonst nichts.
Niemand hat jemals in der Hinsicht irgendeinen Beweis auf den Tisch gebracht. Ganz im Gegenteil. Natürlich ist es eine Frage der Bandbreite. Es gibt einen Bereich, in dem etwas nutzt. Unterhalb ist es gefährlich bis tödlich, oberhalb ist es gefährlich bis tödlich. So wie Paracelsus korrekt sagte, die Dosis macht das Gift. Also ich setze nicht die Brille gleich ganz ab und laufe wie ein blinder U durch die Gegend und hole mir Beulen an jeder geschlossenen Tür, weil ich es nicht rechtzeitig erkenne, sondern ich schaffe eine Situation mit einer vertretbaren Herausforderung. Und das kann ich mit den Augen, mit den Ohren, das kann ich mit meinen gesamten Sinnesorganen machen. So schule ich sie, so werden sie allmählich wach. Ich knüpfe dort an, wo die kindliche Entwicklung der Sinnesorgane mit dem Gang in den Kindergarten abgebrochen wurde. Und Eltern, die Kinder haben, die in den Kindergarten, in die Schule gehen und daran nichts ändern können, haben die Möglichkeit, in der Freizeit mit ihren Kindern durch das Aufsuchen einer entsprechenden Umgebung daran anzuknüpfen und das weiter fortzuführen. Das Wachwerden der Sinne. Dann alles in Frage stellen. Alles. Restlos alles. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, vor dem Hintergrund der letzten 500 Jahre der Geschichte moderner Gesellschaften. Grundsätzlich davon ausgehen, dass fast nichts stimmt. Die Tatsache, dass wir Auto fahren, dass es Flugzeuge gibt, sagt, dass wir bis zu einem gewissen Grade die Naturgesetze verstanden haben, aber weit hinter den Möglichkeiten zurückbleiben, denn der Zustand der Natur auf diesem Planeten, wenn es dann einer ist, zeigt ja, dass der Mensch die Fähigkeit verloren hat, Natur zu verstehen und sich selbst als Teil der Natur zu erkennen. Also ist der hochtechnologisierte Mensch in der modernen Gesellschaft von der Natur sehr weit entfernt und weit davon entfernt, mit sich selber in Verbindung zu sein. Mhm. Was wiederum nur hier und jetzt geht. Aber voraussetzt, dass ich von diesen ganzen Grübeleien wegkommen kann. Mhm. Also alles in Frage stellen, Naturgesetze erkennen, mit dem Erwecken der Sinne das überprüfen. Was haben die denn damals gefunden, dass man sagen kann, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes oder alles will überleben? Wo sind die Beweise? Ich überprüfe sie, ich gehe raus in die Natur. Ich glaube gar nichts. Ein Trick, den ich früher oft angewandt habe für mich, war, dass ich irgendwie mir bei allem, von dem ich dachte, dass ich das glaube, einfach mich gezwungen habe, mir vorzustellen, dass genau Gegenteil wahr ist. Oder, und dann zu gucken, das logisch zu finden. Oder was ich auch immer lustig fand, früher, mache ich jetzt leider gar nicht mehr so oft, aber sollte ich mal wieder einführen, dass ich in Gesprächen mit Leuten, wenn die dann irgendeine Meinung oder einen vermeintlichen Glauben oder ein Wissen geteilt haben, auch wenn ich dem vielleicht sogar zustimmen würde, einfach mal in die Position gegangen, das genaue Gegenteil zu behaupten und das irgendwie versuchen, logisch zu begründen, dann entstehen plötzlich sehr lebendige Gespräche. Geht es anschließend nur noch um die Wahl der Waffen? Ja, das meine ich nicht. Aber das wirft einfach ganz komplett, das meine ich ja. Nur im Sinne von alles in Frage stellen. Also ja. Das sind einfach so Spiele, die man spielen kann, um wirklich damit anzufangen. So. Also ich mache das ja auch total viel, ich bin ständig an Frage stellen. Und ich finde, dass es auch das Denken lebendig macht, auch das finde ich sehr wichtig, den also Punkt. Also mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, um die Verkrustung aufzubrechen. Aber ansonsten bin ich da der totale Purist. Naturwahrnehmung mit wachen Sinnen, sammeln, bis sich ein Zusammenhang ergibt, kombinieren, Gesetz formulieren, Übertragung auf das Unsichtbare. Und es muss diese Lückenlosigkeit zeigen. Wenn mir jemand irgendetwas behauptet, also wenn mir jemand zum Beispiel erzählt, dass der Mensch zum Veganer geboren wäre und dass die Erfindung der Kochkost darauf beruht, dass irgendwann mal ein Reh vom Blitz getroffen und medium geröstet wurde und dann kam einer mit der Keule vorbeigeschlurft und hat ins Reh gebissen und fand das äußerst wohlschmeckend. Wenn das die Geschichte sein soll, dann will ich die Beweise haben. Dann will ich mindestens ein Reh finden, was optimal geröstet, irgendwo gegrillt, ja, durch einen Blitzschlag zum Verzehr bereit liegt und möchte es als wohlschmeckend erleben. Jede Ausnahme widerlegt behauptete Regeln ist für mich seit vielen Jahren, das war auch mein orientierender Leitsatz auf dem Weg raus aus diesen Grenzen der Schulmedizin, dann aus den Grenzen der Naturheilkunde, bis sich das alles komplett erledigt hatte. Diese puristische Klarheit, der jeder folgen kann, ist die Orientierung. Es ist der einfachste Leitfaden. Wenn ich etwas herleite,
muss bei jeder einzelnen Aussage mein Zuhörer, ob es ihm passt oder nicht, nicken müssen. Wenn ich das verfehle, dann habe ich eine Hypothese, ein Konzept, ein Modell, das muss nicht falsch sein. Aber es ist mindestens noch lückenhaft. Solange jemand anders ja aber sagen kann, bin ich nicht auf der Spur. Simplonik gibt dafür aber keinen Raum mehr. Alles klar. Wunderbar, Uli. Großartig. Es macht immer wieder Spaß, sich mit dir in diese Dinge rein zu diskutieren oder auszutauschen. Wie schon so oft inzwischen, wirklich immer schon wieder schön. Also ich kann auch nur jedem Zuschauer also nur raten, sich das Simplonik-Buch mal zu gönnen und das mal als Leitfaden fürs Leben zu nehmen. Für eine Weile. Man muss ja nicht alles glauben, aber zumindest mal auszuprobieren. Das wäre fatal. Ja, nichts von dem glauben, was ich sage. Das ist ein wirklich schöner Leitfaden, um Dinge mal ganz anders anzugehen. Das macht mir immer wieder Spaß. Okay, wir sind jetzt so langsam, denke ich, gegen Ende, aber natürlich am Ende würde ich natürlich immer gerne noch wissen, du bist ja jemand, der auch ständig neue Sachen kreiert und immer wieder weiterforscht und auch endlos in seiner Forschung ist, was mich und wahrscheinlich auch die Zuschauer interessiert ist, was gibt es bei dir Neues zu berichten? Was gibt es neue Projekte, an denen man teilhaben kann? Gibt es neue Bücher? Gibt es neue Kurse? Whatsoever. Da fällt mir doch gerade ein. Nein, ich weiß Simplonik.tv, natürlich. Es gibt Simplonik.tv seit kurzem. Da sollten wir drüber reden oder kurz vorstellen. Ich habe nicht so Zeit, aber wichtig. Ja, da genügt ja das Stichwort Simplonik.tv. Das kann ja jeder, wenn es ihn interessiert, um Einblicke zu gewinnen in die Möglichkeiten und Perspektiven, kurz mit der Suchmaschine herausfinden, reingehen, anschauen. Es gibt ja auch etliche andere Gespräche auf Querdenken oder Alpenparlament, wo man sich hinein hören kann und auch schon anfangen kann zu überprüfen. Aber das, worauf du wahrscheinlich anspielst, ist der Fernkurs? Das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Nee, ich meinte jetzt erstmal, ob es sonst noch was gibt, was Neues ist, was wir erzählen sollten. Das mit dem Kurs können wir natürlich, sollten wir auf jeden Fall. Also das Einzige, aber das ist etwas, was ich dann wirklich nur mit zwei Sätzen erwähnen mag, weil ich das schon seit einem Jahr fertigstellen will, ein Buch über den psychologischen Zugang zur Rechtssituation, um zu verstehen, wie sich die Entwicklung oder Reduzierung des Menschen als Naturwesen zur Person, also zur Maske, vollzogen hat und parallel dazu auch das Rechtssystem tatsächlich den Menschen zur Person reduziert hat, um dann, wenn man anfängt, ein wacher Mensch zu werden, sich auch in einer formal juristisch korrekten Weise mit dem System auseinandersetzen zu können. Also das ist ein Projekt, was seit mehr als einem Jahr köchelt. Mir fehlte nur die Zeit, bisher es fertigzustellen. Okay, bin ich ja gespannt drauf. Das ist bestimmt wieder spannend. Ja, genau. Kommen wir also eins, liebe Leute, müssen wir euch auf jeden Fall jetzt vorstellen. Wir haben gerade auch nach dieser unglaublichen Resonanz vom letzten Mal, also vielleicht für die, die es nicht wissen, wir haben, oder was heißt wir, Ulis Büro ist nach der letzten Lebensenergiekonferenz quasi fast kollabiert, weil tausende von Leuten extrem interessiert waren und motiviert waren, darüber mehr zu wissen und diese Simplonik kennenzulernen. Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir einen Kurs gemeinsam konzipieren wollen, einen Videokurs, in dem ihr auf eine andere Art und Weise wie mit einem Buch tiefer in die ganze Simplonik eintauchen könnt. Den haben wir jetzt gemacht, der ist noch in Arbeit, der wird noch irgendwie feingeschliffen. Du kannst gleich noch ein bisschen erzählen vielleicht, was die Leute da erwartet. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf ihr freuen könnt und was wir euch hoffentlich in Bälde schon vorstellen können. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die Grundidee, die darin liegt, die ja auch die Grundidee der Simplonik ist. Man kann mich als Spezialist für Einfachheit bezeichnen. Einfachheit hat aber nur dann ihren Wert, wenn sie transportiert werden kann. Und nachdem ich meinen Weg ja als Therapeut früher begonnen und dann auch schon vor langer Zeit beendet habe, ist mein Anliegen, dass Menschen, genauso wie das Beispiel des Kletterkurses, was ich vorhin erwähnte, die Möglichkeit haben zu lernen, wirklich zu verstehen, wie sie selber ticken, wie das Leben funktioniert, wie die Natur funktioniert, wie die Gesetzmäßigkeiten, die wir als Naturgesetze bezeichnen, überall gleichermaßen, wenn man sie einfach genug formuliert, wirken. Und wenn man diese Gesetzmäßigkeiten erkennt, verstanden, durchdacht hat, also selbst überprüft hat,
dann gewinnt man im alltäglichen Leben zu Hause Kompetenz und kann den Weg auch selber weitergehen, kann Selbstregulation anregen, kann Selbstheilung anregen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, das sind so die Perlen, die mich sehr freuen, weil es zeigt, dass es da draußen funktioniert, dass man nicht bis auf vielleicht Extremsituationen als Ausnahmen zu mir unbedingt kommen muss, um jetzt ein gravierendes Lebensproblem zu lösen, mit dem man alleine nicht klarkommt, sondern dass man es zu Hause kann. Ein Mann, der unter Multipler Sklerose leidet, der Symplonic TV gefunden hat und der anschließend, ich weiß von dem überhaupt nichts, sich über Wochen, so wie er es geschrieben hat, ein Video nach dem anderen, ein Gespräch nach dem anderen angeschaut hat. Ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auch das Symplonic-Handbuch hat und darin liest und sich schon in dieser relativ kurzen Zeit sehr viel getan hat. Einmal die Einsicht, die wachsende Klarheit, die aus dem Grübeln und Zweifeln zum Teil schon herausgeführt hat, eine Reduzierung seiner Beschwerden, ein Weglassen der Medikamente und plötzlich, und das ist das Entscheidende für diese zig Millionen angeblich unheilbare Erkrankungen, und das ist ja jetzt nur das Thema Gesundheit, Krankheit, dass es plötzlich Perspektive gibt, dass man verstehen kann, dass Gesundheit, Krankheit ein völlig unsinniger Gegensatz sind. Also das Ordnen zu Hause der Zusammenhänge. Klar, präzise, aus der Natur ableitbar. Und das ist auch die Grundidee des Fernkurses, oder besser gesagt beider Fernkurses. Das eine ist ein Basiskurs für das Selbststudium, das andere ist ein Jahreskurs mit Lerneinheiten, mit Echtzeit-Lerneinheiten, um nicht Online-Webinare oder sowas oder Webinare oder so etwas zu sagen. Mit der Möglichkeit also, wenn jetzt nicht gerade Not am Mann ist, zu Hause in aller Ruhe Schritt für Schritt diese eigene Kompetenz zu entwickeln. Also zu lernen, wie man selber, wie das Leben und die Beziehung zwischen meinem Innenleben und dem äußeren Leben tatsächlich funktioniert. Das ist die Idee des Fernkurses, der Grundkurs in 9 Lektionen und der Jahreskurs in 16 Lektionen. Plus? Achso, 16 plus, also 24. Plus 6 Webinare, ja. Oder 8 Webinare, ne? Ja. Ja. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall ein tolles Projekt, auf das ihr euch freuen könnt. Das hat großen Spaß gemacht, das gemeinsam zu entwickeln. Auch Kameramann Martin, den ihr jetzt nicht seht, der steht da hinter der Kamera gerade, ist involviert. Der uns hier gerade filmt, der hat das Ganze abgefilmt und schneidet das ganz wunderbar alles zusammen. Das ist ein toller Kurs, nicht nur zum Anhören, sondern auch mit Aufgaben, die man dann konkret anwendet und so weiter. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich hoffe, dass das in möglicherweise einem Monat soweit ist, dass wir es veröffentlichen können. Ihr könnt gespannt sein, auf jeden Fall. Gut, Uli, mein Lieber, ich danke dir für dieses mal wieder inspirierende Gespräch. Danke, dass du dabei warst wieder. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Bereicherung, dich dabei zu haben. Und es war, ja, lehrreich und spannend. Mir hat es große Freude gemacht und ich hoffe, dass wir eine Fackel weiterreichen können. Genau, mögen wir die Fackel weiterreichen. Großartig. Okay, liebe Leute, das war mein wunderbares Gespräch mit Dr. Ulrich Mohr. Das zweite Mal auf der Lebensenergiekonferenz. Das war's bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Gespräch und bis dahin, lasst euch immer schön gut gehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.